Rote Rosen kühl Shepard, darum ist Fremdgehen okay. Seitensprünge sind in Ordnung, seit 12 Jahren ist Schauspielerin kühl Shepard, 52, mit dem Theatermacher verheiratet eine lange Zeit. Für ihre gut funktionierende Ehe haben die beiden ein Geheimrezept. Und das verrät die gebürtige Amerikanerin, die in den späten 90ern mit der TV-Serie Hinter Gittern in Deutschland berühmt wurde. Jetzt, sie führt mit ihrem Liebsten eine offene Beziehung. Im Oktober vergangenen Jahres sorgte, die zuletzt in ihrer Rolle als Sydney Flickenschild in der ARD-Telenovela Rote Rosen brillierte, mit Fremdgerüchten für Aufruhr. Sie war in einer Leipziger Diskothek mit einem sehr viel jüngeren Mann abgelichtet worden. Auf dem Foto wirkten die beiden sehr intim. In einem Interview mit der Zeitschrift Superelu äußerte sich die 52-Jährige dazu: "Die Treue zu sich selbst ist für mich das Essentiellste. Und Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sind mir sehr wichtig." Was die Treue im körperlichen Bereich betrifft, da muss man sich als Paar einig sein. Mit Gattin Nikolaus schwimmt sie da auf einer Wellenlänge, denn Fremdgehen ist für die beiden überhaupt kein Problem. Das Paar ist bereits seit 20 Jahren zusammen, durchlief in dieser Zeit Höhen und Tiefen und brachte sogar eine Paartherapie hinter sich. Dadurch gelangte es zu der gemeinsamen Einstellung, dass Monogamie eine Erfindung der Moderne sei und in vielen Fällen scheitere. Aus diesem Grund habe sich der 52-Jährige von den Fotos von seiner Frau und dem jüngeren Mann auch nicht bedroht gefühlt.